schön. Vielen Dank. Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Grüß Gott und herzlich willkommen. Die Tracht, die spielt bei meinen nächsten Gästen eine ganz besondere Rolle. Wobei, es ist nicht nur die Tracht, sondern es ist vor allem das Tanzen, das sie verbindet. Denn sie tanzen schon seit mehr als 62 Jahren miteinander gemeinsam durchs Leben. Heißen Sie mit mir willkommen Hildegard und Fritz Huber aus Feldkirchen. Hildegard und Fritz, sitzt ihr gut? Passt es alles? Klasse, gut. Wäre das was für den Fritz? So ein Hut? Ha, war das nix? Nein. Na, war das zum nicht. Umtauschen vielleicht? Nein, das ist gescheiter so, gell? Das ist ja gescheiter so, ja. Das gefällt dem Fritz nicht. Das kostet ihm leeren Huster, gell? Ja. Dann tun wir das lieber wieder, zurück. Ja, genau. Hildegard, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, das Tanzen verbindet euch. Ja, das ist unsere Leidenschaft. Ja. Ihr tanzt ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft die Wochen? Nein, das nicht, aber einmal in der Woche bestimmt oft einmal in noch viel als in Berau, ein Brauhof. Ja, da geht's ihr tanzen, oder? Da gehen wir auf, da ist jeden Samstag eine andere Musik und das ist so schön. Ja. Das ist so schön. Was tanzt ihr dann so, Fritz? Wir tanzen alles. Ja? Walzer, Polka, Tango. Tango tut's ja. Jetzt aber. Echt wahr. Ehrlich wahr? Ja? Wunderbar. Ehrlich wahr? Wunderbar. Und er tanzt auch wirklich gut, oder wie? Früher hat er halt noch besser getanzt. Jetzt ist er schon ein bisschen älter. Ja, mein Gott. Mit 92, wenn man da noch tanzt, gell? Aber da, weil man noch gehen können und der Verstand lässt. Das ist ja schwierig. Das ist ja das, was keiner so richtig sieht, gell? Ja. Wie schwer das ist, sich was zu merken. Das Tanzen, das ist gut fürs Gehirn, gell? Sehr gut. Mein Gottes Willen. Habt ihr euch auch beim Tanzen kennengelernt? Dann ja, selbstverständlich. Sozusagen? Wie war denn das? Wann denn? Ja, mal sagen, was du machst. Ja, das lass ich sagen. Ich bin neugierig. In Feldkirchen war einmal ein Hengstenmarkt. Ein Jubiläum ja. War das. Und den Seidner. Ja? Ja, und da bin ich halt auch tanzen gegangen und habe ihm halt gesehen, und man denkt, der gehört mein. Ehrlich war? Ja. Liebe auf den ersten Blick jawohl, sozusagen. Jawohl, der hat ja so gut tanzen können. Um Gottes Willen, das war ein Traum. Und sofort haben Sie sich gedacht, wer hat dann wen angesprochen? Haben Sie das dann gleich übernommen, Hildegard? Nein, zuerst hat er gemacht. Ja. Das hat schon er gemacht. Ja. Ja. Haben Sie sie aufgefordert, Fritz? Ja, sie hat nie direkt aufgegeben. Ja, wie jetzt? Ah, doch, umgekehrt. Nein. Ja, wie sie mal. Ist egal. Ist egal, ja. So, ja. Wie ich sage, passt. Ja, genau, so wie die Frau sagt, passt, Fritz. Ja. Muss man so stehen lassen. Meistens ja so. Meistens haben die Frauen recht. Das ja. muss man lernen im Laufe der Zeit. Ja, wie lange seid ihr zwar schon zusammen 62 jetzt? 62 Jahre sind wir verheiratet. Ja. Schön. Ja. Ich glaube, das werde ich aber schaffen. Wohl, mit Leichtigkeit. Ich weiß nicht wohl, so recht. Mit Leichtigkeit. Echt wohl. So, da sieht man echt gerade. Mein Gott, so fesch. War das Hochzeit? Das war das Hochzeitsfoto, ja. Wow, bitte. Und so ein schönes Kleid. Hat man da gar nicht weiß angehabt? Nein, also es war noch nicht so. Aha. Das war in 49er Jahre. Ja. Sehr, sehr schick. Einfach, aber es hat gepasst. Und dann ist natürlich erst recht losgegangen, wahrscheinlich mit dem Tanzen. Habt ihr dann einmal zusammen einen Tanzkurs gemacht? Nein, wir haben nichts gelernt. Nichts? Beide nicht. Einfach nach Gefühl, oder? Nach Gefühl. Ja. Nach Gefühl. Ja. Ja. Der Fritz war ja früher ein Schuhblattler, gell? Schon, gell? Nein, Schublade nicht, aber nein. bei seinem Zuhause. Bei uns haben sie in der Kirche. Ja. In Außerteichen. Ja, ja. Schublade sind schon gewesen drin. Oh ja. Aber bei uns in der Kirche haben sie noch zugeblattelt.
So, und da haben Sie zugeschaut, Fritz. Ja, freilich. Ja. Und sich ein bisschen eine Ätzis geholt, gell, wie man so am gescheitesten angehen kann. Gell? Dabei wird ja das bei euch gar nicht so einfach gewesen sein, dann mit dem Tanzen gehen, weil Sie waren ja Bäcker, oder? Da muss man ja früh aufstehen, oder? Freilich. Und früh liegen gehen. Und da hat er von Verkirchen bis Weihern ist ja fast eine Dreiviertelstunde, 20 Jahre zu Fuß gegangen. Na, wie ist denn so? Und ganz so, allein für die ganzen Neustädten geboren. So viele Kinder damals gewesen, Über 120 Kinder. Kleinkinder und dann die Großen. Kleinkinder, Seidlingsheim, Haus hat er geschaut. Ernst Schwarzhaus. Da haben Sie für alle gebrochen damals? Für alles, allein, ganz allein. Ja, wann sind Sie dann schlafen gegangen? Die Oberrechnung. Die Oberrechnung ist für den Rektorat gewesen. Ja, das haben dann die übernommen. Ja. Aber da war dann am Abend... Alles selber gemacht. Ja, da war dann aber am Abend nichts mit Tanzen gehen, oder? Nein, da haben wir nichts kennengehen. Da haben wir ein bisschen verzichten. Aber Urlaub hat man wohl auch gekriegt. Obwohl, nachher ist natürlich rund gegangen, gell? Hat derjenige noch geliefert, dort, wo der Zniewer vom Verkehren. Ja, das ist auch ein Bäckermeißner gewesen. Und dort hat die Semmel beliefert. Ja. Habe ich so gute Noten gekriegt. Die sehen wir dann so gut. Ja, haben Sie dann für Ihre Frau auch gebrochen? Ja, auch so Kleinigkeiten. Ja, ein Herzele. Ja, kann das sein, ein Herzele. Reinbringen und alles Mögliche. Ja, da kann man die Frauen nicht nur einkochen, sondern auch einbacken, gell? Ja. Wenn mein Mann ist heimgegangen und die Kinder sind da von der Schule heimgegangen, dann haben sie halt gesagt, bitte, Herr Becker, was gibt's denn? Was haben Sie denn heute gekocht? Jetzt hat er müssen schnell was denken und sagen. Und den nächsten Tag haben sie dann gesagt, na wissen Sie, Herr Huber, das war heute nicht die Kost, was ich gesagt habe. Wenn man so lange miteinander schon verheiratet ist und so lange miteinander zusammen ist, dann wird man sich ja wahrscheinlich auch sehr ähnlich, oder? Ja. Ist das nicht so, Hildegard? Was man so gern miteinander tut oder was macht, das wohl. Das schon, gell? Wohl. Da kennt man sich schon so gut, gell? Man weiß schon die Marotten und so, gell? Ja, selbstverständlich, sowieso. Was mögen Sie denn an der Hildegard besonders gern, Fritz? Jetzt überlegt er schon lang, gell? Kuchen und Waschen, da ist das. Sagst du das? Kuchen und Waschen, das ist... Sogar Latersteigen auch noch. Was, Latersteigen tut sie auch noch? Die Dinger. Das machen sie alles. Ja, Gott sei Dank kann ich noch. Aber ich darf jetzt nicht mehr Latersteigen. Jetzt bin ich schon ein bisschen zu alt. Ich kann das jetzt halt nicht mehr. Aber ich bin aufgestiegen auf die Bäume. Hildegard, und bei Ihnen, was macht ihn denn so besonders für Sie? Ich habe ihn halt gern. Ja, er kann nicht mehr sein. So erstens einmal sieht er schon schlecht. Und nachher sind wir immer früher halt so verheiratet worden. Er ist nie allein fortgegangen. Nie eine Stunde nicht allein. Immer zusammen? Immer miteinander gegangen. Das ist schön, gell? Das macht's. Das schweißt zusammen, gell? Recht lustig unterhalten. Fest getanzt. Das tut sie noch immer, das Tanzen, gell? Aber wie tut's denn ihr das mit dem Tanzen? Jetzt habt ihr ja kein Auto. Wir sind immer zuweise fahren mit dem Omnibus oder mit dem Zug. Wir haben sonst dann nie ein Auto gehabt, wir sind aber überall hingekommen. Sind wir halt zu Fuß gegangen. Wart ihr dann auch schon mal in der Disco? Nein, das waren wir noch nicht. Ja, weil wir haben jetzt so viele junge Mädels da sitzen, aber das kann er nicht. Mit einem Enkel zum Beispiel oder was? Nein, das muss man nicht haben. Nein, das ist schon gescheit, was Bodenständiges. Jawohl. Vielleicht ein Kirchtag wird es ja wahrscheinlich wieder auftanzen, oder? Selbstverständlich, wenn der Zucker lässt, dann kann ich gehen. Ja, muss man natürlich immer ein bisschen auf die Gesundheit anschauen. Das ist klar. Nein, kann ich nicht gehen. Schau, da sieht man euch beim Vielacher Kirchtag sitzen. Und einmal ein kurzes Pause zwischen den Tänzen drinnen. Und dann wird es am 27. Juli bis zum 5. August wieder jeden Tag tanzen, oder wie? Jeden Tag nicht, aber einmal in der Woche. Also ich zähle eine ganze Woche nicht. Genau. Aber wir fahren zuerst einmal zum Vorkirchtag rauf. Ja.
da fahren wir auf und dann ist, da gehen sie alle die Trachten in die Kirche. Und dann kommen sie raus am Tanzboden und dann tun sie einmal auftanzen. Und dann kommen die Leute, die nachher können tanzen. Er kann ja gut tanzen. Ist er Ihnen trotzdem irgendwann einmal auf die Füße gestiegen? Ist nein, das schon mal? Bei nie? Mir nicht. Nein, nie. Nie passiert? Nein, nein. Ja, dann muss er wirklich ein guter Tänzer sein, gell? Du bist mir nie auf die Füße gestanden. Nein. Ja, kann ja durchweg sein, gell? Ja, das ist ja, so ist es möglich. Wie ist denn das jetzt, wenn man sieht, dass Anna Hildegard als Fäscher irgendwo tanzt? Gut tanzt. Wissen Sie was? Wenn Anna gut tanzt, der gehört schon mein. Echt was? Der gehört schon mein. Ja. Den bitte und frage höflich. Ja. Und der gehört schon mein. Ja, aber ich kann ein bisschen rosten. Ach so, ja gut. Dann hat es wieder was für sich, gell? Ja, ja. Ein bisschen ausspannend. Ja, also genau. Nichts eifersüchtig. Nie nein, gewesen. Nein, da bin ich. Nie gewesen. Ja. Ja, sind wir nirgends allein wo hingegangen. Ja. Wenn dann zusammen und wenn Sie einen auffordern, dann sieht er es ja auch. Nein, das macht ihm nichts aus. Dann weiß er auch ganz genau, dass sie da wieder zurückkommt zu mir. Weil ich steige ja nicht auf die Füße. Da hast du schon recht, gell? Ja. Georg, kennen Sie auch tanzen? Ich weiß schon, ne? Der Meistertänzer. Siehst du, den müsste man noch überzeugen. Ja, wenn ich den einmal siege, nur merken muss ich gut. Ja, und dann kann man schon. Dann schnappt man schon. Wie ist denn das generell mit der Jugend? Tun die noch gern tanzen? Sagen Sie mal, ja, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Ja. Wo sind wir denn da hingefahren mit Niki? Bleiburg. Ja? Ja, ja, und ja. Da ja war ja die Laufentaler unten. Das war ja ein Endzelt, ein großes Zelt. Ich sage Ihnen, das war so viel Leid, ich sage Ihnen. Aber es hat nicht ein Mensch nicht getanzt. Echt? Nein. Und das tut mir oft einmal so weh, wieso die Jugend nicht lustiger und zuhören und nein, ja, ich kann mir nicht helfen. Vielleicht kommen sie ja jetzt auf den Geschmack. Ja, ja, sind ja viele Hälfte da zu Hause. Ja, aber die sind ist schon wieder anders aufgewachsen irgendwie. Ja. Früher hat halt jeder einen Kult. Ja, klar, das auch mit Auffordern, gell? Das mit Auffordern, da ist so geschickt, gell? Bitte? Damenwahl. Damenwahl, das gibt's ja heute alles nicht mehr, verstehst du? Ja, das war das Schöne. Früher hat man aussuchen können, deshalb hat sich die Hildegard ja den Fritz gesucht. Auf alle Fälle kann man sagen, tanzen hält fit. Also wenn ich euch zwei anschaue. Das tun wir wohl gern, ja. Das tun wir wirklich gern. Und das kann man auch weiterempfehlen für Leute, die schon ein bisschen älter sind. Erstens einmal ist es gesund, ein bisschen tanzen und dann das Leid kennenlernen. Wir haben auch so viele Leute kennengelernt beim Tanzen, sogar von Amerika. Ja. Mein Gott, ich sage Ihnen, so was Schönes. Da merkt man so richtig die Begeisterung, gell? Da merkt man die Begeisterung. Zum Tanzen gehört natürlich auch die Musik. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zu guter Letzt, denn wir sind schon am Ende angelangt, haben wir für unsere längst Verheirateten hier in der Runde noch eine besondere Überraschung. Denn jetzt seid ihr so lang stillgesessen. Ja, brav. Es wuselt ja wahrscheinlich da unten schon. Es juckt ja schon in den Beinen, ein oder? Ein bisschen schon. Ja, das denke ich mir. Wir haben für euch Musik vorbereitet. Bitte. Eine Musik, die ihr sehr gern habt. Eine Gruppe, die ihr sehr gern habt. Wer könnte denn das sein? Ich könnte mir das vorstellen. Ja, wer denn? Die Rolling Stones. Die Bernberger. Die Wernberger Burm, so ist es ganz genau. Und die sind heute hier bei uns zu Gast. Die Wernberger Burm mit dem Arnulf Eichholzer. Die Hildegard ist ganz fertig. Ja, wir sind auch ganz fertig. Wenn wir sich wieder mal sehen, nach einem langen Winter, sind wir wieder mal beieinander. Und wir freuen uns schon wieder aufs ganze Jahr, wo wir wieder gemeinsam ein paar lustige Stunden verbringen werden. Zum Beispiel beim Kirchtag, gell? Zum Beispiel beim Villach Kirchtag, da sind sich natürlich die ersten Gäste, dann Auftakt schon am Sonntag und dann sind die ganze Woche treffen wir uns und beim Nachkirchtag, das ist auch wieder Sonntag drauf, da sind sie natürlich, bevor wir mir umkommen, sitzen sie schon dort und die warten schon auf die Musik. Richtige Fans. Richtige Fans, ja. Du, aber sag einmal, Wernberger Burm, wenn ich euch so anschaue, dass sich Wernberger Manda auch schon längst einmal ausgeht, oder? Ja, aber was der, sondern der Name ist schon uns in Wiege gelegt worden, kannst du sagen, weil es gibt schon seit 64 Jahren die Wernberger Burmen und da waren wir richtig alle noch Burmen und teilweise nicht einmal auf der Welt.
sie nennen sich Sepp, aber natürlich der Name ist beibehalten worden. Und jeder kennt die Wernberger Buben einfach unter den Namen. Und da ist es natürlich so, dass ihr zum Tanz aufspielt. Was wird denn besonders gerne von den Leuten gewünscht zum Tanzen? Die alten Stickeln. Das ist immer bekannt, dass man die alten Stickeln gerne spielen tun. Flotten, Marsch. Dann ein böhmischer Polka, ein Walzerle, ein Tramplan. Und alles an den Sachen halt. Und das passt dann. Das passt. Habt übrigens eine neue CD. Wir haben eine neue CD und zwar haben wir es am Villacher Kirchtag mitlaufen lassen, einfach ein Band mitlaufen lassen. Und das ist Villacher Kirchtag live, wie er lebt und lebt. 20 flotte Stickler drauf, eine Stunde mit den Wernberger Buben, eine Live-Musik. Das muss jeder haben einfach. Ja, wir müssen das auch haben jetzt beim Treffpunkt. So eine richtig klasse Live-Musik. Ihr habt übrigens ganz speziell für die zwei Herrschaften ein Liedl heute mitgebracht. Ja, natürlich haben wir ein schönes Polka ausgesucht, eine schöne böhmische Polka. Die passt ganz gut zu euch. Alte Liebe. Wow, na bitte. Sudala. Und bevor die Wernberger Buben jetzt hier bei uns aufspielen und die zwei Herrschaften dann gleich tanzen kommen, werde ich mich bei Ihnen verabschieden und nicht vergessen, tanzen hält fit und macht Spaß. Mir hat Spaß gemacht, dass Sie bei uns zu Gast waren. Vielen herzlichen Dank und auf geht's, Buben, oder? Thank you.